herzlich willkommen. Jo, es geht weiter mit Cyberpunk. Es kommen wieder eine Menge Nebenquests dazu. Ist ja nicht schlecht, Kunst. Bitte. Ja. Grundsätzlich. Aber wenn es auch nur tolle Nebenquests sind. Aber jetzt haben wir zwei Nebenquests, wo es heißt, warte, bis ein Anruf kommt. Das ist nicht sehr praktisch. Hey. Wir sind oben. Ich weiß. Dass ich keine Angst haben, dass ich jetzt einfach so bams. Wie, Schätzchen, wie geht's? Hör zu, ich habe einen super Job für dich. Ich habe gehört, wenn Vako super Job sagt, ist es meistens ein hübsch eingepackter Haufen Scheiße. Die Sache ist, Heike. Worum geht es denn? Okay, gib mir die Details. Schön, dich wiederzusehen. Ist was passiert? Komm mit. Jeff wird dir alles erklären. Er ist fast fertig mit den Vorbereitungen. Ich habe übrigens alle seine Meetings heute nach draußen verlagert. Wir sind hier also ganz ungestört. Aha. Mike, wir sprechen ungestört bei was genau? Plattform. Ich mache doch keine 180-Grad-Wende, nur weil Nightcorp... Nein, dem den verfickten Schwanz lutschen. Jemanden ermordet? Ich weiß ja nicht. Du willst, dass ich jemanden ermorde? Wir sprechen später wieder. Was? Spreche ich mit dem Dalai Lama? Hab mich wohl verwählt. Schön, dass du da bist. Du schwimmst nicht erst seit gestern im Teich. Setz dich bitte. Du weißt, dass ich sicher wissen, warum du hier bist. Wurde er schuldig gesprochen? Wurde der Mann schuldig gesprochen? Verdient er wirklich den Tod? Sehe ich für dich etwa aus wie eine Richterin? Wir sollten nicht zu lange warten. Was genau hat er getan? Ich bin auch keine Reporterin. Willst du den Job oder nicht? Ich nehme ihn an. Okay, bin dabei. Gut. Ist alles in Ordnung? Der Kunde wartet in einem Auto an der Ecke 6th und Brandon. Wieso im Auto? Der Kunde will mitkommen und dabei sein, wenn du dem Kerl eine Kugel in den Kopf Wollen jagst. Wir? Viel Glück. Es gab einen Einbruch, aber keinen gewöhnlichen. Was war so ungewöhnlich? Vor ein paar Nächten hat mich irgendwas aufgeweckt. Ein Geräusch. Ich habe meine Pistole genommen und habe nachgesehen. Da war ein Fremder. Sah aus, als wollte er eine Waffe ziehen. Also habe ich abgedrückt. Abgeknallt? Ich weiß nicht. Plötzlich drehte sich alles und ich wurde ohnmächtig. Am Morgen war er weg. Du musst ihn finden und rausbekommen, was er wollte. Und warum ich? Warum ausgerechnet ich? Wieso heuerst du nicht einfach einen Detektiv an? Ich halte mich lieber an Leute, die ich kenne. Keine schlechte Idee. Immerhin hast du das Rätsel um den toten Bürgermeister gelöst. Diesen Fall knackst du ganz bestimmt auch. Die Polizei? Hast du das NCPD verständigt? Wir wollen jede Aufmerksamkeit vermeiden. Kein Laut nach draußen. Im NCPD gibt's genug Vögel, die für ein paar zusätzliche Eddies alles machen. Wenn wir einen Einbruch melden, fallen die Medien wie Heuschrecken über uns her. Keine Polizei. Kapiert. Natürlich haben wir SSI, unsere private Sicherheitsfirma, verständigt. Warum hast du so eine kleine Sicherheitsfirma angehört? SSI ist eine kleine Firma. Warum nicht Arasaka oder Militech? Naja, weil sie uns empfohlen wurde. Und der Vorteil ist, dass wir nicht von Megakonzernen abhängig sind. Fehlt irgendwas aus dem Apartment? Hat der Typ was mitgenommen oder kaputt gemacht? Es fehlt nichts. Ich habe auch keinen Schaden festgestellt. Jeff muss ihn verjagt haben, bevor er etwas tun konnte. Fehlt irgendwas. Wann bist du zu dir gekommen? Du bist ohnmächtig geworden? Ja, richtig. Gleich nach dem Schuss. Und dann? Nichts. Ich bin morgens in meinem Bett aufgewacht, mit höllischen Kopfschmerzen. Irgendeine Idee, wie du ins Bett gekommen bist? Nein, keine Ahnung. Elizabeth weiß es auch nicht. Wie sah der Mann aus? Wie sah der Mann aus? Ich kann mich kaum erinnern. Es war dunkel. Aber er trug eine Art Maske. Oder ein Implantat. So genau konnte ich das nicht erkennen.
Elizabeth hat ihn auch nicht gesehen? Ich habe die ganze Zeit geschlafen. Der Wahlkampf ist ziemlich anstrengend. Hat SSI eine Spur? Ist der Sicherheitsfirma etwas aufgefallen? Ja, aber ich kann mir keinen Reim drauf machen. Sie haben keine Spuren eines Einbruchs oder eines Schusses gefunden. Auf den Überwachungskameras ist nichts zu sehen. Der Wachmann hat auch nichts bemerkt. Sie vermuten, dass Jeff einfach nur schlecht geträumt hat. Die einfache Lösung. Liz hat SSI heute abgesagt, damit ich dich reinbringen kann. Was kannst du mir über SSI sagen? Wer sind die? Die sind seit 15 Jahren im Geschäft. Sie haben Kunden in der ganzen Stadt. Ich glaube, sie wurden uns empfohlen. Von einem Bekannten. Glaubst du, SSI hat etwas damit zu tun? Das kann ich noch nicht sagen. Noch habe ich keine Spur. Aber gibt es noch jemanden außer SSI? Holt hat schon den letzten Bürgermeister ermordet. Und in den Umfragen liegt er hinter Jeff. Aber eigentlich könnte es jeder sein. Jeff hat viele Feinde, einige davon sehr einflussreich. Die Liste wäre endlos lang. Verstehe. Deswegen bist du hier, Vi. Du musst rausfinden, was zum Teufel da vor sich geht. Muss ich sonst noch was wissen? Gibt's sonst noch was du mir sagen möchtest? Oder musst? Nein, das sollte alles sein. Liz? Das war alles. Und mehr werden wir bestimmt auch nicht rausfinden. Schatz, bitte. Vi wird bestimmt eine Spur finden. Gut, ist das dann erstmal alles, was du brauchst? Ich muss mich mal umsehen. Ich würde mich gerne mal im Apartment umsehen. Natürlich. Liz führt dich rum. Ich muss zu einem Meeting. Meld dich, sobald du was rausgefunden hast. Er kommt mir sehr creepy vor. Komm mit. Ich zeig dir alles. Ich sehe mich lieber selber um. Ich sehe mich lieber selbst um. Darf ich? Natürlich, kein Problem. Ich folge dir unauffällig. Na, ja, will mal kurz gucken, ob hier draußen irgendwas ist. Vielleicht werde ich hier so los. Das hier war früher mein Reich. Eigentlich ein Rückzugsort. Lang, lang ist's her. Irgendwo muss der Sicherheitsdienst ja sitzen. Eins der vielen kleinen Opfer, die ich bringen musste. Was nimmt man nicht alles auf sich? Das ist dumme Gefühl, dass ich hier die Nachrichten lesen muss. Es könnte ja alles sein. Achso, nee, das ist nicht das Richtige. Splitter? Blutspuren, nur unvollständig entfernt. Wessen Blut ist das? Von einem von euch? Nein, das ist ganz sicher nicht von uns. Vielleicht von dem Einbrecher? Ist er? Melden Sie sich. Vermutlich. Kaputt? Vor ein paar Tagen ging er noch. Wir benutzen ihn aber kaum. Tja, leider kann ich hier nichts machen. Bin zu dumm dafür.
Komische Hardware. Wir können mit Sicherheit sagen, dass der Sicherheitsdienst hochverdächtig ist. Ist mit den Monitoren an der Wand verbunden. Und wer weiß, womit noch. Sie haben uns belauscht. Diese Hurensöhne. In meinem eigenen Haus. Ich frage mich, wie lange sie das schon heimlich durchziehen. Zu lange. Das hört jetzt auf. Keiner dieser Spinner wird je wieder einen Fuß. Oh, mein Kopf. Stimmt was nicht? Kümmere dich nicht um mich. Du weißt, was zu tun ist. Essen. Ja, wir waren es kosten. Metz. Ist der Einbrecher sofort hierhin, nachdem Jeff ihn erwischt hat? Führst du wieder Selbstgespräche? Das mache ich immer öfter, seit mich ein gewisser Terrorist stalkt. Touché. Echt seltsam. Die Tech ist uralt. Sieht aber aus wie neu. Ich hab's aber schon mal gesehen. Im Krieg. Militech hat solche Transmitter benutzt. Kurzstrecken-UHF. Das Signal hat eine kurze Reichweite. Kann aber nicht abgehört werden. Eine kurze Reichweite? Dann lass uns doch mal sehen, ob wir hier in der Nähe einen Empfänger finden. Ich sehe den Empfänger. Neben dem schwarzen Lieferwagen. Das muss es sein. Der Empfänger könnte bei dem Van sein. Ich frage mich, ob Elisabeth den Wagen kennt. Oh, sind wir jetzt gelandet. Elisabeth, euer Haus ist zu groß. Das ist größer, als wir dachten. Liz, die Sache ist größer, als wir dachten. Der ganze Wahlkampf könnte in Gefahr sein. Um den Wahlkampf kümmere ich mich. Sag mir nur, was du herausgefunden hast. Ich habe einen seltsamen Transmitter auf dem Dach gefunden. Auf dem Dach ist ein Transmitter, der zu dem Van da draußen sendet. Eine Ahnung, wer das sein könnte? Wir haben keinen Transmitter montiert. Und ich weiß auch nichts von einem Van. Aber ich schätze, er gehört SSI. Wäre eine Möglichkeit. Wäre eine Möglichkeit. Aber die Tech ist etwas ungewöhnlich. Gehst du der Sache nach? Ja, ich statte Ihnen einen kleinen Besuch ab. Gut, ich bleib hier. Sag Jeff erstmal noch nichts, okay? Von mir aus. Ich werde ihn anrufen, sobald ich was Handfestes habe. Ist in Ordnung. Aber denk dran, dass Jeff wahnsinnig beschäftigt ist. An mich kannst du dich jederzeit wenden. Gut, ich denk dran. Okay. Meine Fresse, dieses Haus. Was haben wir gerade noch alles für Christmas bekommen? Cinnamon. So viel. Ich wäre gerne die mit Schudi weitermachen. Aber sie hat den Anruf von ihr bekommen. Kann halt auch wieder Ewigkeiten dauern. Wie wär's, wenn wir uns eine Karre nehmen, wie? Der haut uns sonst ab. Karre? Wir nehmen ein Motorrad. Ich glaube nicht, dass es
die ISS, wie heißt das? Die spielen schon noch größere Mächten mit. Gleich wissen wir mehr. Lass sie nicht entkommen, wie? Oh, jetzt wachst du mal auf. Wir könnten hier eine Konzernverschwörung aufdecken, wie? Glaub mir, vielleicht sind das verfickte Konzernspione oder sowas. Fahren Sie rechts ran. Oh mein Gott. Sorry. Also auf längeren Strecken sind die eigentlich sehr langsam. Alles, was du von Politikern siehst, ist nur eine durchchoreografierte Show. Hinter den Kulissen herrscht Krieg. Die Bürger wählen ihre Abgeordneten nicht selbst aus. Wer dann? Die Mächtigen, die Strippenzieher. Die spionieren alle Perales der Welt aus. Scheiße. Erpressen sie. Die fahren nach manipulieren Nordzeit. Wahlen. Das kann nur böse ausgehen, Johnny. Wer ist denn da drinne? Sehe sie nicht. Ich würde schon sagen, weil wir lange keine Ballerei mehr gehabt. Easy.
Ich hab's, bin drin. Bessere Daten hätte uns nicht mal das NCPD beschafft. Fotos, ärztliche Unterlagen. Anfälligkeit für Neuroplastik? Das ist eine Art Datenbank. Gehirnscans von beiden Perales. Bioabdrücke, Neuroplastik. Fuck. Was ist das? Das Blaue da. Neue Neurallinks. Die hören nicht ab, Johnny. Die spielen in ihren Köpfen herum. Soll das heißen, da kontrolliert jemand die Gedanken von unseren anständigen Politikern? Aha. Die roten Flecke sind Erinnerungsreste im Hippocampus. Siehst du, wie sie gehen? Womit haben wir es zu tun? Sie pflanzen neue Erinnerungen, ändern ihre Persönlichkeit. Das ist ganz große Scheiße, Johnny. Leck mich. Die haben neben den Perales noch andere Versuchskaninchen. Schnell, lad alles runter. Wenn einer kommt, um sich die Daten zu holen, haben wir den Täter. Shit, die löschen die Daten. Die haben uns entdeckt. Jetzt wissen sie, dass jemand in ihrer Datenbank war. Aber ich frage mich, ob sie auch wissen, wer. Elisabeth. Wie? Gibt's was Neues? Was spielt mit euren Köpfen? Ich hoffe, du sitzt. Die Sache ist so viel größer als gedacht. Was meinst du? Die unterziehen euch einer Gehirnwäsche. Sie haben eure Köpfe gescannt. Und jetzt beeinflussen sie... Warte. Nicht übers Holo. Gut, ich komme vorbei. Nein, du und ich. Wir müssen da alleine sprechen. Ich kenne da einen Rahmenladen in Japantown. Ich schicke dir die Koordinaten. Verstanden. Wir treffen uns da. Stressballe. Wir kennen's nicht. Irgendein Müll hier, den wir die ganze Zeit aufheben können. Ups, wollte ich gar nicht. Zip. Den kleinen Zippy. Wieder mal der nächsten Folge. Und kurz mal looten hier. Hat denn lange keine Ballerei mehr so wirklich. Und somit auf Wiedersehen.